Also in Vietnam abend gehen die Leute gern Sindo trinken, ja, also gepresste Obst trinken, ein bisschen Obst essen abend, ja. Und mein Kumpel hat hier auch so in Gang Tho auch einen kleinen Obst-Abendessen. Abend trinken, meine ich. Sieht gar nicht so schlecht aus. Diese Straße ist wunderschön hier. Und sein Angestellter verkauft dann auch Sindo, ja. Nước ép. Oder Sindo Nước ép, ja. Also wenn ihr Lust habt, hier in Gang Tho, hier diese Straße, Sindo, oder hier Schönheit Beauty Mach hier hinten, hinter diesem Tor ist auch sein Geschäft. Der Arm ist erst angebrochen. Hier kannst du Schönheit Beauty machen. Nails, Spa, Beauty und dann noch Kaffee. Kaffee sind da. Nachher kommen bestimmt viele Leute hier was trinken. Und ich stehe mitten hier in Gang Tho auf der Straße. In Ho Chi Minh kann ich so nicht stehen, ja, mit telefonieren, mit Handy auf der Straße, ja. Das ist gefährlich, aber hier kaum arm ist das Wetter wunderschön. Nicht so heiß. Und die Luft ist auch ein bisschen reiner, halt in, wie in, wie nennt man das, wie in Ho Chi Minh City, ja. Wie in Saigon. Saigon ist wirklich, egal welche Zeit, so viele Menschen. Und wir haben erst wir haben erst jetzt 18:48 Uhr. Bây giờ là ở Cần Thơ là sắp đến 7 giờ. 6 giờ mấy? 7 giờ. Giờ đi uống sinh tố được. Đó, bắt đầu người ta đi uống sinh tố đây các bạn. Đó, bắt đầu là người đặt sinh tố đó. Đó. Morning Cafés. Also diese Straße ist richtig teuer in Gang Tho, wenn du in eine Wohnung oder hier kaufen. Ist nicht billig. Gang Tho ist jetzt auch eine teure Stadt geworden. Hätte ich vor ein paar Jahren hier ein paar Grundstücke gekauft, biết vậy thì mình trước mấy năm mua vài miếng đất ở đây xong làm giàu rồi. Grundstücke gekauft, wäre ich jetzt ein reicher Mann, ey.